Du bist hier gelandet, weil du einen Hund hast, der immer wieder Durchfall hat und du körperlich schon alles hast abklären lassen. Du warst schon ein paar Mal beim Tierarzt, der hat ihn auf den Kopf gestellt und hat nichts finden können. Und ja, herzlich willkommen. Dann bist du hier genau richtig, denn ich bin die Expertin für Hunde mit Durchfall, weil ich hatte jahrelang selber einen Hund, der immer wieder Durchfall hatte. Wir waren immer wieder beim Tierarzt, haben ihn auf den Kopf stellen lassen, alle möglichen Untersuchungen gemacht und es kam einfach nichts dabei heraus. Das war eine sehr frustrierende Erfahrung. Ich kann dich also total verstehen, wenn du immer wieder auf der Suche nach einer Lösung bist und ja, jetzt so langsam am Ende deines Lateins angekommen bist. Und in diesem Video möchte ich dir eine ja etwas unkonventionelle Lösung vorstellen, die mir und meinem Hund damals sehr geholfen hat. Hier ist er übrigens. So sah er aus, Gizmo. Er hat mich viel gelehrt. Zum Beispiel, was kann alles hinter Durchfall beim Hund stecken? Der große Auslöser bei ihm, da will ich dich gar nicht länger auf die Folter spannen, könnte auch bei deinem Hund das Thema sein: Stress. Stress geht einfach auf die Verdauung und Stress ist einfach etwas total Individuelles. Ja? Was dich vielleicht überhaupt nicht stresst, was deinen zweiten Hund vielleicht überhaupt nicht stresst, kann bei deinem ersten Hund oder bei dem Hund, um den es jetzt gerade bei dir geht, Durchfall auslösen. Beziehungsweise in erster Linie Stress auslösen und der Durchfall ist die Folge, ja? Der Durchfall ist die Folge seines Stress. Es macht also durchaus Sinn, beim Stress anzusetzen und erstmal zu gucken, hat dein Hund überhaupt Stress? Wie wirkt sich dieser Stress bei ihm aus? Da gebe ich gleich noch ein paar Beispiele dazu. Wie kannst du überhaupt Stress bei deinem Hund erkennen? Durch Unruhe, durch Hin- und Herlaufen, durch ständiges Lecken und Putzen an den Pfoten, durch Hecheln. Das sind alles Unruhesymptome. Und diese Unruhe, die dein Hund hat, die schlägt sich in seiner Verdauung nieder. Das heißt, wenn er ein unruhiges Verhalten hat, hat er wahrscheinlich eine unruhige Verdauung und dann haben wir wieder Durchfall. Ja? Da gilt es jetzt also, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen. Um mal auf die einzelnen Komponenten von Stress einzugehen, ja? Also Stress ist etwas sehr, sehr Individuelles. Habe ich ja schon gesagt, was dem einen Hund Stress bereitet, muss dem anderen nicht unbedingt Stress bereiten. Für den einen Hund kann es total okay sein, auf der Hundewiese mit anderen Hunden durch die Gegend zu flitzen und da seinen Spaß zu haben. Für einen anderen Hund ist das einfach zu viel. Ja, zu viele Kontakte mit anderen Hunden, zu viel Rumrennen, das kann schon Stress für ihn bedeuten. Es kann Stress für ihn bedeuten, wenn er ständig wechselnde ja, Orte hat. Wenn du ihn mit auf die Arbeit nimmst, dann ist er bei der Hundesitterin, dann ist er bei einer Freundin, weil du übers Wochenende weg bist. Dann nimmst du ihn vielleicht mal mit auf die Arbeit. Du hast einen neuen Freund, eine neue Freundin, da ist dein Hund dann wieder mit dabei. Das heißt, dein Hund hat kein geregeltes Leben, keinen geregelten Tagesablauf. Er ist ständig mit einer neuen Umgebung konfrontiert und das löst zum Beispiel Stress bei ihm aus. Es kann auch Stress bei ihm auslösen, wenn er nicht zur Ruhe kommt, weil er viel im Auto mit dir unterwegs ist, weil er keinen Platz zum Ruhen und zum Schlafen hat an dem Ort, wo du mit ihm bist. Es kann auch Stress für ihn sein, wenn er viel alleine daheim bleiben muss und nicht bei dir ist. Also du siehst schon, es können einfach ganz viele Dinge dazu führen, dass dein Hund Stress hat. Es gibt Hunde, die kommen super damit zurecht, mit diesem Ortswechsel, dass sie jeden Tag woanders sind oder mehrmals in der Woche woanders sind. Andere Hunde kommen damit gar nicht klar. Ich hatte schon einen Hund in Behandlung, für den war es furchtbar, mit seinem Besitzer in den Urlaub zu fahren. Der fand die Autofahrt furchtbar, der fand die neue Umgebung furchtbar und der hat sich einfach nicht wohlgefühlt, der hat sich nicht sicher gefühlt und das hat ihm letztendlich dann auf die Verdauung geschlagen. Du siehst also, es gibt viele Möglichkeiten, warum dein Hund Stress hat. Das Gute ist, es gibt auch eine Lösung dafür. Uns hat damals geholfen, zum einen diesen Auslöser für Stress zu finden. Das heißt, ich habe da immer wieder nachgeguckt, nachgedacht, mit anderen mich unterhalten. Heute würde ich sagen, schreib es dir einfach auf, resümiere den Tag, weil dir das einfach Hinweise gibt. Das kann sein, dass du das im ersten Moment noch gar nicht sehen kannst,
Aber vielleicht nach 2, 3, 4 Wochen hast du dann so ein Muster, das du herausfinden kannst. Ja? Zum Beispiel, an dem Tag waren wir viel unterwegs, das hat ihm Stress gemacht. An dem Tag waren wir bei Besuch zu meinen Eltern, das war bei mir zum Beispiel so etwas, was meinem Hund Stress gemacht hat. Immer wenn wir zu Besuch bei anderen Menschen waren, ist mein Hund nicht zur Ruhe gekommen. Das heißt, er ist ständig den ganzen Abend auf und ab getigert, von einem zu anderen, hat jeden angestupst, wollte von jedem gestreichelt werden. Aber der Auslöser war quasi, dass er nicht zur Ruhe gekommen ist. Also musste ich eine Lösung finden, damit mein Hund zur Ruhe kommt. Für uns waren es damals Bachblüten, die uns sehr geholfen haben, dieses Muster zu durchbrechen, diese Unruhe, die er mit sich, in sich getragen hat. Was uns da geholfen hat, waren Bachblüten, um ihm diese innere Ruhe zu verschaffen. Diese innere Ruhe und diese Sicherheit, dir passiert hier nichts, du kannst dich entspannen, du kannst dich hinlegen. Und es hat 4 Wochen gedauert, 4 Wochen mit den Bachblüten, dann hatte er keinen Durchfall mehr. Wir hatten vorher so einmal im Monat ungefähr, ja, manchmal auch öfter, nächtliche Durchfallattacken. Das heißt, er musste nachts raus. Er hatte auch am nächsten Tag noch Durchfall, dann war es auch wieder gut. Aber diese Abstände sind wesentlich größer geworden, als er hatte das dann vielleicht noch so alle 6 Monate mal, dass ihn etwas so gestresst hat. Aber diese Grundunruhe, die konnten wir ihm einfach mit den Bachblüten nehmen. Jetzt möchte ich noch ein paar Auslöser sagen, ja, die du vielleicht an deinem Hund erkennst. Ich habe ja schon ein paar gesagt, aber da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen, was Stress bzw. Durchfall auslösen kann. Also ein negatives Erlebnis im Leben deines Hundes. Das kann sein, du hast vielleicht einen Hund aus dem Tierschutz, der ist vielleicht schon sehr negativ geprägt zu dir gekommen. Ansonsten geht es ihm relativ gut, aber körperlich ist einfach immer noch das da, dass er Durchfall bekommt, wenn irgendetwas in ihm an dieses negative Erlebnis erinnert wird. Das ist für uns manchmal sehr schwer nachzuvollziehen. Da würde ich vorschlagen, dass du einfach mal mit mir darüber sprichst, dass wir mal uns gemeinsam angucken, was du über die Vergangenheit deines Hundes weißt. Dann kann ich dir da auch gerne ein paar Hinweise geben. Das zweite ist sehr ungeduldige Hunde. Sehr ungeduldige Hunde neigen auch zu Durchfall, weil sie sich innerlich einfach total stressen. Dann gibt es Hunde, die sind überfordert. Diese Überforderung kann, wie gesagt, sein auf der Hundewiese, eine komische Begegnung im Wald mit irgendjemandem, wo er sich vielleicht gefürchtet hat. Dieses ständigen Ortswechsel, was ich schon gesagt habe, kann Nummer 3 sein. Und Nummer 4 ist einfach so ein, dass dein Hund Probleme hat, gewisse Erlebnisse zu verarbeiten. Das kannst du daran erkennen, dass dein Hund zum Beispiel ruht, aber nicht so richtig tief schläft und dass er nicht träumt. Im Traum verarbeiten Hunde und auch Menschen ja das Tagesgeschehen. Und wenn dein Hund nicht tief genug schläft, dann träumt er nicht und dann kann er diese Dinge nicht verarbeiten. Und die stapeln sich quasi so in seinen Gedanken, in seinen Emotionen und schlussendlich auch in seinem Körper, führen zu sehr großem Druck, zu sehr großem innerlichen Druck. Und dieser innerliche Druck geht dann über den Körper raus in Form von Durchfall. Wenn du die Vermutung hast, dass dein Hund stressbedingten Durchfall hat, also dass keine körperliche Ursache irgendwie dahinter steckt, dann findest du in der Videobeschreibung den Link zu einem kostenlosen Beratungsgespräch mit mir. Ich freue mich, von dir zu hören und helfe dir gerne dabei, die Probleme mit deinem Hund zu lösen, weil es ist, ich weiß es aus eigener Erfahrung, es macht einen selber unruhig, es macht einem selber Angst. Man hat immer so die Vermutung, es steckt vielleicht irgendwie was anderes dahinter. Und da möchte ich dir einfach ein bisschen Ruhe und Sicherheit und Gelassenheit auch im Umgang mit deinem Hund geben und mit seinen stetigen Durchfallattacken. Und ja, mir hat das einfach wahnsinnig weitergeholfen, diese Last von meinen Schultern zu haben, mir nicht mehr ständig Gedanken darüber zu machen und die Zeit mit meinem Hund einfach wieder zu genießen. Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich gerne bei mir. Wir können da sicher etwas tun.